Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reihe 16 Vorwahl. Am 22. September können auch Sie mit darüber entscheiden, wer den Wahlkreis Trier in den kommenden 4 Jahren in Berlin vertreten wird. Hier im Café d'Artiste der Europäischen Kunstakademie in Trier West trafen wir uns mit den Bewerberinnen und Bewerbern der bereits im Bundestag vertretenen Parteien. Mit ihnen sprachen wir über die unterschiedlichen politischen Themen und Fragestellungen. Herr Kaster, was macht Ihnen am Wahlkampf Spaß und worauf könnten Sie auch gerne verzichten? Wahlkampf ist eine Zeit, wo es besonders Freude macht, nochmal ganz nah mit den Bürgern im Gespräch zu sein. Ich lege Wert darauf, dass ich das eigentlich die ganze Zeit, auch in den Jahren der Legislaturperiode, immer wieder versuche, am Wochenende, wenn keine Sitzungswoche ist. Aber in Zeiten des Wahlkampfes ist doch der Gesprächsbedarf nochmal viel intensiver. Man lernt viele Einzelfälle kennen. Besonders berührt hat mich beispielsweise ein Fall von 2 Familien, einer alleinerziehenden Mutter und auch einer Familie, die beispielsweise Probleme haben, eine Erdgeschosswohnung zu finden, weil ihr Kind im Rollstuhl sitzt. Das sind so persönliche Begegnungen, die man dann aufnimmt und die auch für einen wichtig sind als Politiker. Wer war rückblickend der fähigere Vizekanzler? Philipp Rösler oder Frank-Walter Steinmeier? Das Amt des Vizekanzlers finden Sie eigentlich auch nirgends, steht nirgendwo in der Verfassung. Ich sage, ich möchte gerne diese christlich-liberale Koalition fortsetzen. Es stimmt, am Anfang hat es schon schwer gerumpelt in dieser Koalition, bis man in die Gänge kam. Aber die politischen Schnittmengen sind einfach mit der FDP die größeren. Und ich sage es auch mal aus regionaler Sicht. Ich möchte gerne, dass auch das Verkehrsministerium weiterhin in Unionshand bleibt. Und bei anderen Koalitionskonstellationen wüsste ich nicht, wie es da aussehen würde. Für wie realistisch halten Sie es, dass der Bund den Moselaufstieg und die Nordumfahrung auch gegen den Willen des Landes durchsetzt? Das hat eine realistische Chance. Ich finde es unmöglich, auch von der Ministerpräsidentin, wie man hier aus Koalitionsgründen eine ganze Region 2 Schlüsselprojekte nicht weiter voranbringt. Und der Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat das der Öffentlichkeit gegenüber zugesagt. Er hat es nochmal den Kammern gegenüber zugesagt, dass auch wenn das Land diese beiden Projekte nicht meldet, beide Projekte in das übliche Prüfverfahren aufgenommen werden. Dafür steht die Union und dafür stehe auch ich persönlich. Sie sind neuerdings für eine Mietpreisbremse. Weshalb wurde diese nicht längst eingeführt, wo doch die CDU seit 2005 regiert? Themen kommen immer, entwickeln sich und Themen müssen. Politik ist ein ständiger Prozess. Und wir haben gerade in den letzten beiden Jahren, und das ist auch hier in der Region Trier verspürbar, dass in bestimmten Regionen wirklich die Kosten für das Wohnen weglaufen. Sowohl bei der Miete, wie aber auch bei denjenigen, die Eigentum erwerben möchten. Und bei der Miete, da sage ich nur Folgendes: Das Wohnen ist eine Grundvoraussetzung, ist ein wichtiges Gut, was für die Menschen auch kleinere Einkommen sichergestellt werden muss. Und da gab es Auswüchse. Wir haben ja bereits Drosselungen und Regelungen vorgenommen. Und da muss aber weiter darüber nachgedacht werden, dass es diese absoluten Ausuferungen bei der Miete nicht gibt. Den atompolitischen Kurswechsel der CDU begründen Sie mit Fukushima. Wie denken Sie persönlich über die Kernkraft? Bei der Kernkraft, da stehe ich hinter der Energiewende. Ein Aspekt der Energiewende ist beispielsweise, dass die dezentrale Energieversorgung auch über die kommunalen Unternehmen dadurch gestärkt wird. Ich komme aus der Kommunalpolitik, ein sehr guter Aspekt. Und wir müssen für unsere Region dafür sorgen, dass das eintritt, was auch sonst in Deutschland gilt, dass wir in unserem Umkreis das Kernkraftwerk, was jetzt in Frankreich steht, dass dafür auch eine realistische Abschaltperspektive entwickelt wird. Der Bundesumweltminister hat als erster die direkten Gespräche darüber mit Frankreich gesucht. Ich persönlich habe das Ganze parlamentarisch begleitet, indem ich alle Abgeordneten aus Metz, aus dem Gebiet Lothringen dazu auch angeschrieben, dazu den Kontakt gesucht habe. Schwarz-Gelb versprach eine Reform der Mehrwertsteuersätze. Wo ist sie geblieben? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wir haben uns zunächst bei der Steuerpolitik den Dingen gewidmet, die beispielsweise die Einkommensteuer, die Lohnsteuer betreffen. Wir haben die Grundfreibeträge erhöht, auch für die Familien. Wir sind leider gescheitert im Bundesrat mit der Entlastung der Arbeitnehmer im Rahmen der kalten Progression. Das Thema Mehrwertsteuer wird immer wieder ein Thema sein, aber ich halte es für wichtig, dass wir vor allen Dingen die kalte Progression beseitigen, dass also normal verdienende Arbeitnehmer in immer höhere Steuersätze hineinrutschen. Wie bewerten Sie die Enthüllungen Edward Snowdens und das Vorgehen von NSA und britischem Geheimdienst?
Das Thema ist jetzt in den Bundestagswahlkampf hineingerutscht, von der amerikanischen Seite her, durch diese Enthüllungen. Und da ist auch bei so einem Thema ist Umsicht angesagt. Selbstverständlich kann es nicht sein, dass der Bürger auch aus Gründen der Sicherheit das Gefühl hat, dass alle denkbaren Daten und Informationen durch Geheimdienste überwacht werden. Das kann nicht sein. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Mich hat es wirklich schockiert, in welcher Weise das parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, also das Gremium, das für die Geheimdienste zuständig ist, wie sehr das auch in Wahlkampfszenarien hineingezogen worden ist. Da müssen wir wieder zur Sachlichkeit zurückkehren. Wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, könnten Sie sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen? Ich kann mir auf der Bundesebene Schwarz-Grün am schlechtesten vorstellen. Da sind die Schnittmengen sind da am allergeringsten. Es gibt Bereiche, wo es die auch gibt. Aber wenn ich den Umgang miteinander, die Themen miteinander sehe, ist das für mich die letzte Variante, die auf der Bundesebene in Betracht kommt. Auf anderen Ebenen, das ist ja auch üblich und demokratische Parteien müssen ja ohnehin immer koalitionsfähig miteinander sein. Das gilt auch für die Grünen auf Bundesebene, aber auf die konkrete Frage, das wäre für mich die schlechteste Lösung. Sie plakatieren, Heimat trifft Hauptstadt. Warum möchten Sie nicht Trierer Oberbürgermeister werden? Es gibt schöne Aufgaben in der Politik, die es wahrzunehmen gilt. Ich bin von Herzen gerne Parlamentarier. Ich komme aus der Kommunalpolitik und da muss man sagen, was kann ich am besten, was mache ich gerne. Und ich habe mich für den Bundestag schon vor Jahren entschieden, eine parlamentarische Arbeit, die mir Spaß macht, die mir Freude macht und wo ich sage, auch mit Rückblick auf die Legislaturperiode, wo es gut läuft. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Zum Abschluss eine Prognose. Welches Zweitstimmergebnis erzielt die CDU am 22. September auf Bundesebene? Ich denke, wir werden einen guten Zugewinn haben. In Prozenten will ich mich da jetzt nicht festlegen, aber die Union wird zulegen. Ich spüre überall die Zustimmung für die Kanzlerin, für den Kurs in Europa, wie wir in Europa dastehen, wie das Land dasteht. Und auch hier in der Region stehen wir gut da. Ich bin besonders froh darüber, dass wir eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit hier haben. Und da denke ich, dass wir als Union ein gutes Ergebnis irgendwo um die 40% herum einfahren werden.